Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal sind wir zurück nach Beauclair, gereist und wollen jetzt am großen Gewinnturnier teilnehmen. Und ja, hier protestieren ja schon die Zwerge über die fünfte Fraktion, über die skellige Fraktion. Ich finde sie gar nicht so schlimm, aber na gut, die Leute wollen natürlich... dass alles so bleibt, wie es ist. Und ja, deswegen musste hier schon Deswegen wurde hier schon abgesperrt. Und ja, wir sagen jetzt, dass wir bereit sind. Willkommen. Das Turnier beginnt in Kürze. Darf ich mal deine Karten sehen? Klar. Hier. Beeindruckende Auswahl. Graf Monnier wartet drinnen. Tritt ein. Danke. Da bist du ja. Schön, dich zu sehen. Und wie findest du die skellige Fraktion? Nun, die ist nicht mein Fall. Wir müssen ja sowieso mit ihr spielen. Also ich finde sie, wie gesagt, gar nicht so schlimm. Sie hat ein paar... Meiner Meinung nach, also gerade die Berserker finde ich halt so ein bisschen, naja, weil die sind schon sehr auf die Kombokarten angewiesen und da es eigentlich keine Spione in dem Deck gibt oder keine Karten, die mir ja ermöglichen, diese Kombokarten zu ziehen, finde ich es persönlich nicht ganz so gelungen an manchen Stellen, aber so insgesamt gefällt sie mir eigentlich gut. Wunderbar. Die Fraktion spielt sich sehr gut. Das freut mich zu hören. Gibt es irgendwelche besonderen Turnierregeln? Ich hätte gerne mal einen Überblick. Soll ich dir zuerst deine Kontrahenten vorstellen? Superbe Gewinnspieler aus aller Herren Länder. Hamal Ogendang Bali, ein Kaufmann aus Ophir. Erik von Frog, ein Adeliger aus Novigrad. Und nicht zuletzt sind wir stolz, einen Skelliger willkommen zu heißen. Bist du blind? Eine Skelligerin verflucht! Natürlich, mein Fehler. Agneta Skold mit ihrem herrlichen Inseltemperament. Dazu wunderbares Perlengeschmeide. Ach, und diese Ketten. Die Regeln sind ganz einfach. Jeder Spieler übernimmt für die Dauer des Turniers eine Fraktion. Wer ein Spiel verliert, ist draußen. Der Gewinner gelangt ins Halbfinale, wo er gegen den letztjährigen Turniersieger antritt. Den vortrefflichen Botschafter des Kaiserreichs Nilfgaard, Meister von Hinn. Und wer wiederum dieses Spiel für sich entscheidet, der tritt gegen niemand anderen als mich an, euren bescheidenen Diener. Hände weg von unserem Gwint! Ich will keinen neue Fraktionen-Scheiß! Ja, ich meine, was die Protestler wollen, ist natürlich eigentlich relativ klar, aber wir können ja trotzdem nochmal die Meinung der anderen vielleicht einholen. Draußen sind Demonstranten. Nicht mal allzu wenige. Hände weg vom Spiel, verdammt! Wir wollen keine neuen Fraktionen! Monnier, du verfickter Bastard! Lass die Zwergentradition in Ruhe! Man kann es nicht jedem recht machen. Die Gewinntraditionalisten wollen verhindern, dass ich den Kanon um Skellige erweitere. Aber wir wollen uns nicht darum scheren. Was man vielleicht natürlich auch noch sagen kann, Gwint ist eigentlich ein Spiel, das von den Zwergen erfunden wurde. Deswegen protestieren da auch so viele Zwerge. So, aber wenn wir schon mal beim Vorstellen sind, ich meine, ich weiß, Monnier wird wahrscheinlich mit Skellige spielen, der Nilfgaarder spielt wahrscheinlich mit Nilfgaard, aber bei den anderen würde mich mal interessieren... Erzählst du mir, welche Fraktionen die anderen spielen? Das ist kein Geheimnis. Erik von Frog spielt die nördlichen Königreiche. Mhm. Der Botschafter hat in patriotischer Anwandlung zu Nilfgaard gegriffen. Na klar. Hamal Ogendang Bali spielt die Monster und Agneta Skold hat sich für die Skoyatel entschieden. Meine Wenigkeit wird den Sieger mit Skellige erwarten. Ich will unbedingt den Wert dieser Fraktion demonstrieren. Also haben wir alle Fraktionen einmal vertreten, so wie es aussieht. Na gut. Ich wäre bereit, wenn die anderen es auch sind. Dann komm zu mir auf die Terrasse. Der Herold wird bald den Beginn des Turniers verkünden. Alles klar, na dann. Gucken wir mal, dass das klappt. Möge das Turnier beginnen! In Runde 1 tritt Agneta Skold gegen Erik von Frog an. Und Gerald von Riva spielt gegen Hamal Ogendang Bali. Schnappen wir uns einen Tisch. Möchtest du etwas setzen? Woran denkst du dabei? Waffen sammle ich. Dein Silberschwert reizt mich.
Wenn ich siege, ist es mein. Wenn ich verliere, gebe ich dir auch eine solche Kostbarkeit. Ach, ganz ehrlich, also erstens mal glaube ich nicht, dass du mir irgendeine Kostbarkeit bieten könntest, die gleich viel wert wäre wie mein Aerondite. Und zweitens mal, so gut man ins Gwint auch sein kann, im Endeffekt kommt es immer aufs Glück an und ich werde bestimmt jetzt nicht mein Aerondite verwetten, ganz ehrlich. Ich meine, klar könnte ich mir ein neues Silberschwert herstellen, aber das Aerondite ist halt dann doch ein bisschen was Besonderes, deswegen... Mit dem Schwert bestreite ich meinen Lebensunterhalt. Das riskiere ich nicht. Spielen wir um das Übliche. So, dann schauen wir mal. Also, ich muss die Stack ja noch ein bisschen umbauen, weil wir haben ja noch Ceres drin jetzt, ne? So, Ceres brauchen wir auf jeden Fall. So, die Frage ist jetzt natürlich, ich könnte die Berserker drin lassen. Das Problem ist halt, was ich gerade gesagt habe, die sind sehr stark auf dafür... Ja, man muss die halt alle zusammenziehen, sonst hat man keine Chance. Und gerade bei den Berserkern braucht man noch mindestens zwei, damit sich das lohnt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich packe die wieder raus. Und ich packe auch Moissac raus, weil der bringt noch was mit den Berserkern. Und natürlich die Madröme-Karte. Weil ganz ehrlich, hätte Skellige noch irgendwelche Decksuchkarten zum Beispiel. Oder eine Karte, mit denen man irgendwelche neuen Karten ziehen kann, zum Beispiel Spione. Dann könnte man sagen, okay, man kann es versuchen, weil dann kann man einfach die Karten ziehen und dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man das schafft. Man kann natürlich sein ganzes Deck voll mit irgendwelchen Berserkern packen und dann zum Beispiel die Skellige Stürme und klirrende Kälte reinhauen, damit der Gegner schön geschwächt wird und man selbst einfach nur die ganze Zeit mit den Berserkern spielt. Aber das möchte ich auch nicht. Ich möchte mein Deck halt so prinzipiell schon so belassen, wie es gerade ist. Und deswegen ist jetzt eher die Frage, was wir dann noch mit reinnehmen. Da wir noch drei Plätze frei haben... Ich bin am überlegen, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir packen jetzt nochmal Gaunter Udym rein. Oder wir sagen, wir packen zum Beispiel noch ein Kriegslangschiff rein, damit wir da die Combo öfter haben. Und ich denke fast, das ist sinnvoller. Und dann noch zwei von denen, weil ich glaube, wir haben sowieso nichts Stärkeres als 6. Soweit. Haben wir sowieso nichts Stärkeres als 6. Habe ich jetzt, wie viele Hörner habe ich jetzt? 1. Da packe ich mal noch 1 rein dann. Wir haben sowieso nichts Stärkeres als 6. Habe ich ein gutes Wetter im Deck? Ja. Deswegen sind die selbst, wenn ich sie nicht in Kombination spiele, gut. Deswegen machen wir es so anstatt Gaunter. Und dann hoffen wir mal, dass das klappt. Los geht's. So, er spielt die Monster. Das wussten wir ja schon. Da wäre vielleicht klirrende Kälte ganz gut gewesen. Wir haben schon mal die Maiden. Alle drei. Jetzt fehlt nur noch Ceres auf der Hand. Aber selbst ohne Ceres sind die halt relativ gut. Finte brauche ich nicht ganz so dringend, muss ich sagen. Weil der ja keine Dingenskarten spielt, keine Spione. Verbrennen wäre natürlich ganz gut. Ich packe mal ein Horn, glaube ich, wieder raus. Verbrennen wäre halt ganz gut gegen Monster. Eine Kuh, na gut, damit kann man starten. Er hat natürlich erstmal einen, das ist nicht ganz so schön. So, ich spiele auf jeden Fall die Langschiffe, die brauche ich ja für meine Fähigkeit später. So, er kommt mit Geralt von Riva und dann spiele ich auf jeden Fall noch die Kuh und dann sehen wir mal, wie wir weiter vorgehen. Skellige Sturm kommt da schon. Macht es mir natürlich ein bisschen schwerer jetzt. Ich könnte jetzt natürlich die ausspielen. Ich würde die mir aber gerne bis zur zweiten Runde tatsächlich behalten. So, die machen sich gegenseitig kaputt, das ist nicht so schlimm. Ist da was? Dann spielen wir jetzt sogar mal das Verbrennen. Zack. Nimm meine Karte vom Ablagestapel zurück. Okay, kann er machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bleib erstmal so. Wer soll jetzt gerne noch eine Karte spielen, kann er machen, aber ich bleib so. Dann habe ich in der zweiten Runde habe ich die. Ja, genau. Ich glaube, passt mal auf, wir machen das so. Ja, wir passen. Er kann jetzt gerne noch gewinnen. Okay, hat er seinen Willen treten, wird noch rausgehauen. Finde ich gar nicht so schlecht. Gut, die kann er sich zurückholen. Bringt ihm eh nichts, weil er die beiden Karten auf der Hand hat. Von daher war es jetzt nicht so wichtig. Gut, er hat jetzt noch einen Willen treten, ich habe ja auch schon eine Achter. Das ist sehr schön. Jetzt kommen die Bruxe. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger schon. So, was wir jetzt als erstes machen müssen auf jeden Fall, ist Yennefer spielen und so ein Langschiff zurückholen. So, jetzt passt er. Das heißt, jetzt mischen wir durch. Und jetzt spiele ich zwei Maiden. Die müssten ja reichen. Ja, zwei Maiden müssten reichen.
So, jetzt kriege ich wahrscheinlich nur eine Mai zurück in der nächsten Runde, aber das sollte an sich funktionieren. So, was kriege ich? Eine Maid und das Langschiff. Die Langschiff-Fähigkeit wird aktiviert. Es wäre sogar gar nicht mal so schlimm gewesen, wenn ich noch eine Maid gekriegt hätte, muss ich sagen. So, dann spielen wir... Ich muss ein bisschen aufpassen wegen möglicher Verbrennkarten. Schon allein deswegen werde ich jetzt mal das Horn des Kommandanten schon mal spielen. Weil er dann nur eine treffen würde. Jetzt kommt das Krabbspinnen-Ungetüm, da hat er ja noch eine davon auf der Hand. So, und dann spielen wir erstmal ihn, den guten Olaf. Kriegen schon mal ordentlich Druck raus. So, jetzt kommt es drauf an, wenn er noch eine Verbrennkarte hat, bin ich wahrscheinlich ziemlich im Arsch. Aber wenn er schon eine hätte, hätte er, glaube ich, schon längst gespielt gegen Olaf. So, das ist ein ordentlicher Punkt zum Ende, denke ich. Der Kairan. Ich verstehe nicht, warum die den Kairan immer auf die Fernkampfreihe spielen, aber es hätte ihm jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel gebracht. Oh, Rittersporn noch. Wäre noch knapp geworden. Na wohl, wäre nicht knapp geworden. Wären noch mal 3x2 mehr gewesen, also 6 hätte ich gewonnen. Das heißt, wir haben gewonnen. Wir hätten ums Schwert spielen können, aber es wäre mir zu gefährlich gewesen. Lief doch nicht schlecht. Jetzt bereue ich es fast, dass wir nicht um die Schwerter gespielt haben. Ein wohlverdienter Sieg. Ich gratuliere dir. Ich hätte nie verloren, wenn du nicht betrogen hättest. In meinem Land leben Verleumder nicht lange. Dafür sorgen wir. Behaupte noch einmal, ich hätte betrogen und ich schneide dir die Zunge raus. Genug. Reißt euch zusammen. Gwint ist ein Sport für Edelmänner. Daher erwarten wir von allen Teilnehmern untadeliges Benehmen. Störungen können wir keinesfalls dulden. Daher sind die Teilnehmer aus Novigrad und Skellige auf Entscheidung von Graf Monnier disqualifiziert. Sport für Edelmänner. Ha! Ich bin eine Dame. Und Damen scheißen auf Turniere, bei denen ein lausiger Schwanz sie des Betrugs bezichtigen kann. Runde 1 ist abgeschlossen. Und dies ist der Stand. Agneta Skold und Erik von Froh, beide disqualifiziert. Gerald von Riva hat Hamal Ogndangbali aus Ophir besiegt. Im Halbfinale begegnet Gerald dem Titelverteidiger, Botschafter von Hin. Ist mir eine Ehre. Ich sag mal so, auch wenn wir jetzt kein Schwert gewonnen haben, besser als unser Errondite wäre es eh nicht gewesen. So, gucken wir mal. Nilfgaard ist jetzt dran, ne? Ich überlege bei Nilfgaard... Wäre vielleicht sogar ein skelliges Sturm gar nicht mal dumm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, scheiß drauf, wir bleiben bei unserem Deck. So. Dreimal Kriegslangschiff. Wir haben Ceres. Das ist schon mal sehr gut. Ceres ist für die letzte Runde entscheidend. So, dann tauschen wir dich mal aus. Damit kriegen wir nochmal Olaf. Das sieht eigentlich gut aus. Ich hätte natürlich noch gerne noch eine Schildmaid des Clans Drummond, aber ich hebe mir auch lieber die Finte auf. Deswegen würde ich sagen, lassen wir es bei der Sache. Ist an sich ein relativ guter Beginn. So, wir fangen natürlich wieder mit den Kriegslangschiffen an. Ich kann ganz beruhigt auch die Schildmaid in dieser Runde spielen, weil die in der zweiten Runde dann wieder reingemischt wird in mein Deck. Die Frage ist jetzt natürlich, ich habe eine Karte zum Wiederbeleben. Wenn ich jetzt noch eine Vierer spiele, bin ich ziemlich angreifbar fürs Verbrennen, aber an sich ist es auch nicht so schlimm. Dann zerstört er mir 16 Punkte mit Verbrennen. Nicht so wild. Frage ist, was ich jetzt noch spielen will. Will ich Olaf in dieser Runde schon spielen? Das ist die große Frage. Ich meine, der würde dann wieder ins Deck gemischt werden. Das ist das Problem. Wir spielen mal ein Kriegslangschiff, um zu gucken, was er noch so macht. Junger Gesandter. Dann können wir jetzt eigentlich ganz beruhigt mal Willen treten mehr draushauen. Und jetzt kommt es darauf an, wie er jetzt reagiert eigentlich. Er spielt jetzt ein Horn des Kommandanten. Vom Ablagestapel deines Gegners, okay. Wisst ihr was? Ich spiele in dieser Runde mal die Kriegslangschiffe, um ein bisschen Druck aufzubauen. Und da kommt auch ein Spion, auf den habe ich schon gewartet. Die ganze Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Finte. Okay, ich glaube, er hat gerade die Runde aufgegeben. Deswegen hat er das gespielt. Deswegen kann ich ganz beruhigt jetzt den Spion spielen, um 2 weitere Karten zu ziehen. Zwei Hörner des Kommandanten. Nicht schlecht. Ah, verdammt. Er hat tatsächlich noch einen davon. Okay. Ich überlege, am besten wäre es vielleicht sogar tatsächlich das andere Kriegslangschiff dann wieder zu beleben, oder? In der nächsten Runde, anstatt, weil die hier bringen mir...
12 insgesamt. Und wenn ich ein Kriegslangschiff wiederbelebe, bringt mir dann auch 12 als einzelne Karte. Dann ist natürlich angreifbar, deswegen nehmen wir dann wahrscheinlich die. Ja, ich würde sagen, wir passen einfach. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch was macht. Er spielt nochmal Fatir de Rideau. Wäre natürlich auch, ist jetzt natürlich, muss man ganz klar sagen, sehr verlockend, Fatir wieder zu beleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nee, machen wir nicht. Wir spielen Yennefer. Mein Vorteil ist, ich brauche in der Runde nicht viel machen. Wir beleben eins dieser Kriegslangschiffe wieder. Und dann mischen wir ordentlich durch. So, eine Karte kann ich auf jeden Fall noch spielen, weil die eh wieder belebt wird in der nächsten Runde. Ja, Vorteil ist, jetzt kann er nicht mal seine Fähigkeit benutzen, okay. Verbrennen ist nicht so wild, wenn er jetzt auf dem Friedhof ist. Wir spielen jetzt noch den guten Olaf, weil der eh wieder belebt wird in der nächsten Runde. Von daher alles nicht so wild. Und dann kann ich für diese Runde auch schon mal noch ein Horn des Kommandanten raushauen, weil dann kann ich ordentlich nochmal Druck ausüben. Hat zwar noch einen Zehner, aber das reicht noch nicht mehr. Er braucht noch mindestens eine Karte, dann steht es nämlich 1-1. Aber wir haben in der nächsten Runde unsere Fähigkeit. Achso, ah, verdammt, cleverer Kunde. Jetzt hat er mir meine Combo versaut mit seiner Fähigkeit. Jetzt kriege ich nur Olaf zurück. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Jetzt hat er mir tatsächlich meine Combo versaut, weil er sich einfach die Karte geschnappt hat. Aber gut, okay, ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir spielen als erstes das Kriegslangschiff. Ich hoffe, er hat kein Verbrennen mehr. Gut, das bringt ihm halt jetzt aber auch nicht so viel. Dann verdoppeln wir Olaf. Wenn er Verbrennen hat, wird das jetzt spielen. Er hat ein Horn des Kommandanten. Ich glaube nicht, dass er Verbrennen hat. Selbst wenn er es hat, wird er nicht gewinnen, weil jetzt hier noch genug Punkte dazukommen. So, und jetzt kommt halt der Vorteil, dass ich die wieder reingemischt habe. Jetzt kriegen wir nämlich alle drei. Die werden verstärkt durch Olaf und dann nochmal verdoppelt. 118 Punkte in der letzten Runde mit irgendwie drei Karten geholt. Einfach mal. So muss Skellige laufen. So läuft das nämlich sehr gut. Und damit haben wir gewonnen. Botschafter, es war mir eine Freude, gegen dich zu spielen. Die Freude war ganz meinerseits. Glückwunsch, Hexe. Quint wird nicht verunstaltet! Tod! Allen neuen Fraktionen! Da braut sich was zusammen. Verpisst euch allesamt! Hoch mit den Arschen! Die könnt ihr nach Skellige tragen, ihr behämmerten Inselsäcke! Ich bitte darum, Ruhe zu bewahren und nicht ausfallend zu werden. Du kannst deine Mutter bitten, nicht mehr mit Frettchen zu ficken, Monier. Wurstfänger weg von unserem Quint! Ach, na komm, wir versuchen mal drauf zuzugehen, ne? Man kann ja nicht genauso reagieren. Vielleicht könnt ihr mal aufhören zu brüllen und mir einfach euer Anliegen erklären. Das haben wir schon tausendmal erklärt. Es hört niemand zu. Ich höre zu. Quint ist ein alter Zeitvertreib. Die Regeln bestehen schon ewig. Genau. Und Naturgesetze werden beherzigt. Naturgesetze. Es muss 4 Fraktionen geben. Das ist die ideale Anzahl. Wir nehmen es nicht hin, wenn weitere Fraktionen eingeführt werden. Das ist eine Missachtung der Tradition. Genau. Griffel weg vom Quint, sage ich. Und jetzt Schluss. Wir sind nicht zum Schwätzen hier, sondern um ein paar Köpfe für die Tradition rollen zu lassen. Los, Jungs. Na, da müssen wir wohl mal ein bisschen zuhauen, denke ich. Dann kommt mal her, Freunde. So, das Problem mit dem. Die benutzen Knüppel, wodurch ich sie nicht so einfach kontern kann. Und ich darf sie ja natürlich nicht umbringen, deswegen habe ich nur meine Fäuste. Und das Problem ist, ich darf auch keine Zeichen benutzen. Ich finde es ein bisschen unfair, diese verdammten Faustkampf, aber an sich machbar. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Das Problem ist, dass mir mein verdammtes... meine verdammte Mutation ein bisschen ein Problem reinschmiert. Aber ich glaube, man darf trotzdem den Schwalbe benutzen, ja. Weil die halt die verdammten Knüppel benutzen. So, ich zieh mich gerade mal ein bisschen hier hinter. Ja, ja. Ich treffe sie aber auch teilweise so schlecht, ey. Komm schon, ey. Sehr schön, mal wieder eingesetzt. Schau mal gleich noch einen Schwalbe rein, sicherheitshalber. Die treffen mich bestimmt nochmal. Ich treffe die halt so super schlecht, muss ich sagen. So, inzwischen mache ich auch wieder normalen Schaden.
So, gut, dass ich schon mal einen Schwalbe reingehauen hatte. Oh, ich hasse diesen Faustkampf so ungemein, muss ich sagen. Er ist so unglaublich übertrieben, finde ich. Da man halt gegen die Knüppeltypen kämpft und man nicht mal Zeichen benutzen darf. So, ist einer weg endlich? Jawohl. Ganz ruhig, Freunde. So, einer ist umgefallen. Sehr gut. Es ist machbar, ja, man sieht's ja, aber ich find's halt ein bisschen übertrieben. Wieder einer weg. Ja, ja. Verfickt sei der Pöbel. So, jetzt hab ich's aber. Sehr schön, meine Güte. Na, abgekühlt? Scheiße, ich sehe dreifach. Nein, vierfach. Genug, ich rufe die Wache. Lass mich mal, Graf. Na schön, ihr könnt dieses Turnier stürmen. Aber es wird noch eins geben. Mit weiß der Geier was für Regeln. Wenn sie euch nicht passen, spielt nicht mit. Spielt da, wo es euch gefällt. Aber schreibt anderen nicht vor, wie sie zu spielen haben. Papalapap! Wie mein guter alter Freund Sultan Shivai sagen würde, wenn einer Papalapap sagt, kann er recht haben oder nicht. Aber wenn alle Papalapap sagen, dann wird wohl was dran sein. Also hören wir uns um. Wer hier ist noch deiner Meinung? Sultan Shivai? Den Halunken habe ich ja ewig nicht gesehen. Wie geht es ihm? Oh, dem geht's eigentlich ganz gut. Ich würde aber sagen... Ich habe ihn zuletzt in Novigrad gesehen. Mehr berichte ich gerne bei einer Flasche Hochprozent. Alles herhören! Unser Ausflug nimmt eine neue Wendung. Wir trinken mit Sultans Kumpel. Moment, meine Herren. Die finale Turnierrunde steht noch aus. Finale Runde. Scheiß drauf. Ich, Yaki Raffiberg, erkläre hiermit meine Teilnahme am Turnier. Und ich verlange, gegen den Sieger anzutreten. Wir werden sehen, ob diese skellige Fraktion auch nur einen Scheißhaufen wert ist. Ein für alle Mal. Einverstanden. Aber bitte gedulde dich. Zunächst brauchen wir ein Vorfinale. Ein Vorfinale. In dem Vorfinale tritt Graf Monnier mit der skellige Fraktion gegen Geralt von Riva an, der ebenfalls die neue Fraktion spielt. Na gut. Der Traum meines Bruders wird wahr. Beide Kontrahenten im Finale spielen die skellige Fraktion. Viel Glück. Das wird jetzt auf jeden Fall interessant, aber gut, dass man Zwerge immer mit hochprozentigem rumkriegt. So, schauen wir mal. Skellige gegen Skellige, er benutzt die gleiche Taktik prinzipiell. Wir haben solche, wir haben eine Wiederbelebungskarte, sehr gut. So, ich verzichte mal ausnahmsweise auf gutes Wetter. Wir haben Zerris, auf jeden Fall sehr gut. Und ansonsten würde ich hier fast gar nichts mehr rauspacken wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich lasse das so. Hätte besser sein können, das gebe ich zu, das Blatt, aber war schon relativ gut, denke ich. So, wir benutzen erstmal den und gucken mal, was der Typ so drauf hat. Da haben wir auch das Langschiff, sehr gut, auf das hatte ich eigentlich schon fast gewartet, dass das auch noch kommt. Damit haben wir eigentlich schon einen sehr guten Start, denke ich. Dann kann ich noch die Kuh und den Kambi spielen. So, der hat jetzt relativ viel Power. Wir gucken mal, wie er weitermacht. Ich kann ja die noch ganz beruhigt spielen. Aber ich spiele erstmal die Nuller hier aus. Zieht ihn wieder zurück, den Berserker. Und dann spiele ich die Maid noch, weil die kann ich ja in der dritten Runde dann sowieso mit Zerris holen. So, jetzt kommt er nochmal mit dem Berserker. Ach, weißt du was? Ich würde mir Willen treten, werde ganz gerne aufheben, muss ich sagen. Komm, Ciri. Ah, jetzt spielt er sie auch. Okay, dann muss, glaube ich, Willen treten mehr dran, sonst wird das hier nichts mehr. So, jetzt sollte es aber lassen, oder? Das sollte es doch jetzt sein. Sehr gut. Damit geht die Runde schon mal an uns. Wir kriegen sogar zwei Karten. Sehr schön. Die sind halt so gut. Damit hat man so einen guten Start für die zweite Runde. Dann spielen wir Birna. Holen uns eins der Langschiffe zurück. Und mischen jetzt ordentlich... einmal durch, würde ich sagen. Die Blätter, die Friedhöfe. Zack. Er kann seine Fähigkeit nicht mal sinnvoll nutzen jetzt. So, da kommt die eisige Kälte. Ist natürlich nicht ganz so schön, muss man sagen.
Aber ganz ehrlich, den Rest der Karten will ich mir tatsächlich aufheben. Er kriegt momentan ja nur Langschiffe. Gut, jetzt kriegt er ein Kriegslangschiff theoretisch, je nachdem wie viel Glück er hat. Aber ich habe die deutlich besseren Voraussetzungen. Ja gut, ich hätte noch einen spielen können, weil ich ja Birne auf dem Friedhof gehabt hätte. Na gut. War nicht ganz so clever gespielt jetzt von mir, gebe ich zu. Er kann jetzt sich noch das dritte Langschiff zurückholen. Okay. Ah ne, er holt sich das Kriegslangschiff. Ich habe ja aber auch noch ein paar Kriegslangschiffe hier, die ich ausspielen kann. So, eigentlich habe ich das schon locker gewonnen, weil er kann nichts mehr machen. Selbst wenn er jetzt noch ein Verbrennen hat und mir meine Zwölfer vernichtet, habe ich halt noch Zerriss in der Hinterhand. Das ist halt so gut, wenn man die einfach dann in der dritten Runde, wenn der Gegner nichts mehr machen kann, rausspielen kann. Und halt einfach, es ist ja nicht nur Zerriss mit ihren 10 Punkten, es sind ja dann einfach nochmal 3 Zwölfer, die dazukommen. Ist halt, wie gesagt, anfällig fürs Verbrennen, aber deswegen sollte man das halt einfach in der letzten Runde spielen. Man will mit Skellige ja sowieso bis in die letzte Runde kommen, ne? Einfach in der letzten Runde, wenn der Gegner kein Verbrennen mehr hat oder schon gepasst hat und fertig ist die Lauge. Glückwunsch, der Beste hat gewonnen. Noch dazu mit der besten Fraktion. Danke. Gutes Spiel. Skellige hat gewonnen. Einen Scheiß! Das Turnier ist noch nicht vorbei. Jetzt bin ich dran. So war es vereinbart. Legen wir unsere Differenzen gleich hier und jetzt bei. Nun soll sich zeigen, wer der Turniersieger ist. Gerald von Riva mit der Skellige-Fraktion oder Yaki Raffiberg mit... den Skoyatel. Was auch sonst. Möge der Beste, Mann oder Zwerg, gewinnen! Na gut, okay, jetzt nochmal gegen so einen. So berühmt wie du. Ich meine, mit ein bisschen Glück ist es halt... Das Ding ist halt, wenn man mit Skellige ein bisschen Glück hat, gewinnt man sofort. Oder kann man sich's quasi gar nicht mehr versauen. Aber wenn man auch ein bisschen Pech hat, hat man auch, naja... kann man auch ein paar Probleme kriegen. So, wir haben schon mal Zerriss, sehr gut. Ich brauche keine zwei Hörner. Und ich tausche noch das gute Wetter aus. Ah, verdammt. Das ist natürlich immer das, was passieren kann. So, die Fähigkeit war, dass er eine Nahkampfkarte von mir zerstören kann, ne? Ach nein, ich will seine Fähigkeit angucken. Ja, Nahkampfeinheiten, genau. So, dann spielen wir halt erst das Langschiff. Ist zwar schade, hat jetzt nicht so viel gebracht, aber gut, okay. Gibt Schlimmeres, muss man ganz klar sagen. So, da kommt Yevin. Soll er mal machen. Ich spiele jetzt erstmal den mysteriösen Elfen. Jetzt kann ich ja, jetzt habe ich meine Langschiffe rausgehauen. Sehr schön, sogar zwei von denen. Ja gut, ich brauche ja aber gar nicht beide, muss ich ganz ehrlich sagen. Rausspielen müsste ich... Also ich spiele auf jeden Fall den Kambi noch, so viel ist klar. Das wäre riesig. Obwohl, warte mal... Passt mal auf, wir machen das mal ein bisschen anders diesmal tatsächlich. Ich kann ja auch in der dritten Runde dann erst mischen. Ich spiele die in der zweiten Runde aus. Und misch dann in der dritten Runde. Oder? Ist das sinnvoll? Ich kann natürlich auch... Ich kann ihn auch dazu... Pass mal auf, wir machen das anders. Also, pass mal auf, wir machen das folgendermaßen. Wir spielen ein Kriegslangschiff erstmal. So, gewinnen erstmal die Runde. So, die Frage ist, wie gehen wir das jetzt am besten an? Ich will ihn im Prinzip mit denen hier jetzt einen Willen treten. Ich ziehe ihm seine Fähigkeit einfach raus. Der hat ja noch die Fähigkeit. Das heißt... Ich benutze die jetzt, um ihm die Fähigkeit rauszuziehen. So, er wird doch jetzt mit Sicherheit seine Fähigkeit verwenden, oder? Sehr schön, genau. Das war eigentlich gar nicht so blöd. So, dann holen wir jetzt Birna raus und holen uns eins von diesen Kriegslangschiffen zurück. Sehr schön, kannst du von mir aus spielen. Und jetzt mischen wir einmal durch. Wodurch ich ihm auch gleich seine ganzen Wiederbelebungskarten kaputt mache. Okay. So, und ich kann ganz locker noch ein Kriegslangschiff spielen, ohne Probleme, weil ich ja Birna auf dem Friedhof habe. Das heißt, selbst wenn ich nicht die beiden ziehe, ziehe ich Birna und kann noch jemanden zurückholen. So, und weißt du was? Einfach nur, um dich noch ein bisschen rauszuholen, spiele ich mal noch Ciri. Ich meine, ich bin zwar immer noch drunter, aber... Das heißt, er muss jetzt sicherheitshalber noch Saskia spielen. Und gut, ich könnte dementsprechend eigentlich auch schon in dieser Runde gewinnen. Ich muss gar nicht mehr auf die letzte Runde warten, fällt mir auf. Ich spiele nämlich jetzt einfach das Horn des Kommandanten hier hin. Und guck jetzt, was jetzt noch kommt. Ein Hafgar-Heiler, den kann er nicht mal mehr benutzen. Ich meine, muss ich nicht... Ich gewinne sogar ohne meine skellige Fraktionsfähigkeit. Du bist ja ein Lappen, mein Freund, ey. So, Zerriss, dann zeig mal, was du kannst. Und gewonnen.
Sehr schön. Was ein Lappen. Sehr gut. Danke. Gutes Spiel. Verkackt und zugebläht. Am schlimmsten ist, dass diese verfickte, skellige Fraktion gewonnen hat. Tja, Pech gehabt. Glückwunsch. Los, Jungs. Besaufen wir uns irgendwo. Nein, bleibt hier. Ich möchte euch einladen. Wir müssen auf die Premiere der neuen Fraktion anstoßen. Und wenn jemand Lust auf ein Freundschaftsspiel hat, immer gerne. Danke für alles, Hexer. Ja, kein Problem. Gern geschehen. Ich habe mich amüsiert. Du hast dich als wahrer Gewinnmeister erwiesen. Hier, der Turnierpass. Du hast ihn verdient. Vielen Dank, Graf. Vielen Dank nochmal, dass du an meinem kleinen Turnier teilgenommen hast. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Wer weiß. Leb wohl. Das hat es echt besser geklappt, als ich das gedacht habe, bis auf diesen bescheuerten Boxkampf. Also ich finde diese Boxkämpfe halt... Ach, guck mal, die spielen jetzt noch eine Runde. Ich finde diese Boxkämpfe halt ein bisschen blöd, wenn die Gegner Knüppel verwenden können. Weil dann kann man sie, glaube ich, nicht mehr richtig kontern. Aber naja... Ich meine, im Endeffekt sind wir irgendwie durchgekommen. Was ist das denn? Brief vom Bruder des Grafen Monnier. Ach, guck mal. Liebster Bruder, es freut mich sehr zu hören, dass du ein Turnier organisierst, bei dem die Spieler die neue Fraktion ausprobieren können. Ich halte das für eine fabelhafte Idee. Leider kann ich nicht kommen. Meine Gesundheit hat sich unvermittelt drastisch verschlechtert und die Ärzte haben nicht mehr viel Hoffnung. Nun ja, irgendwann ist jeder mal dran, wie unser Vater zu sagen pflegte. Ich hatte ein gutes Leben und bereue nichts, außer vielleicht, dass ich im Laufe der Jahre einige erlesene Karten verloren habe. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Vielleicht ist dies mein letzter Brief an dich, deshalb solltest du wissen, dass ich sehr stolz auf dich bin. Ein Quint-Turnier mit einer neuen Fraktion ist die Idee schlechthin. Mach dir keine Sorgen um diejenigen, die gegen deine Veränderungen sind und Veränderungen im Allgemeinen ablehnen. Es wird immer Unzufriedene geben, du und deinesgleichen. Ihr müsst euch von eurer Intuition leiten lassen und dem Weg zum Fortschritt folgen. Wo stünde unsere Welt denn heute, wenn nur die Engstirnigen und Einfallslosen das Sagen hätten? Ohne Zweifel säßen wir noch heute in einer dunklen Höhle und würden weder ein wärmendes Feuer noch Kerzenbeleuchtung kennen. Deshalb sehe ich deinem Turnier mit großer Zuversicht entgegen und wünsche dir das Beste. Ich glaube fest daran, dass es sich schnell zum besten und angesehensten Quint-Turnier der Welt entwickeln wird. Dein Bruder Igor. Naja, siehst du mal, haben wir das ja auch noch geklärt. Und dann würde ich sagen, wenn wir schon mal hier sind in der Fasanerie, nutzen wir auch mal gleich die Gelegenheit, um hier zu meditieren. Und in der nächsten Folge werden wir dann die restlichen Sachen erledigen, die wir noch zu klären haben in Toussaint. Ein bisschen ist es ja noch. Ja, das ist er wohl, meine Dame. Ich bin hier oben. Hier hat man irgendwie keinen so wirklichen Platz zum Meditieren, finde ich gerade. Keinen so schön. Trinkt und seid lustig. So sprach der Prophet Majoran. So sprach der Prophet. Hier hinten in die Ecke vielleicht. So hier quasi auf diesem Stuhl eine Runde meditieren. Ja, komm, scheiß drauf. Zack. Und dann würde ich sagen... Wir hätten auch einfach in unser Anwesen reiten können, oder? Dann würde ich sagen, wir werden hier in der nächsten Folge weitermachen, denn ich will ja eh den Pokal im Anwesen abstellen. Na gut, okay. Ist jetzt auch egal. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle in der nächsten Folge weiter, denn hier haben wir auch noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Bis dahin. Ciao.